Ja, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich bin heute mal wieder allein am Start, Leute. Ich tue aber auch erst gar nicht so, als würde ich nicht wissen, was wieder in meinem Haus passiert ist, meine Freunde. Ich habe gestern Abend bereits herausgefunden, was in meinem Haus geschehen ist. Und ich werde es jetzt euch einfach mal wieder präsentieren müssen, Leute. Ich habe das Gefühl, als würde es zu einer ekelhaften Routine zu werden, in jeder Folge keinen Fortschritt mehr machen zu können, weil immer irgendeine Scheiße passiert. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit der Glasreparatur, Ranjit. Ja, Leute, schaut euch das an. Ist das nicht lustig? Mein komplettes Haus wurde mit Glas angebaut. Und das dauert jetzt wahrscheinlich zehntausende Jahre, bis ich das hier wieder repariert habe und alles wieder richtig habe, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, wo mir einfach alles egal ist in diesem Projekt. Ich kann keinen Fortschritt mehr machen, ich werde keinen Fortschritt mehr machen wahrscheinlich, weil Patrick und Kevin mich die komplette Zeit einfach nur nerven. Übrigens war das Ganze hier Gamers Time. Ich habe auch hier direkt einen Wild-Screenshot von WhatsApp, meine Freunde. Patrick hat das Ganze beauftragt bei Gamers Time. Also Patrick steckt da auf jeden Fall mit unter der Decke, Leute. Und dementsprechend werde ich morgen Abend im Stream hier einfach hingehen und mir komplett einfach alles erlauben, was ich kann. Ich werde Patricks Haus sprengen. Das ist mir total egal, Leute. Ich finde einfach, dass dieses ganze Rumgetrolle irgendwann ein bisschen zu weit gegangen ist. Ich werde es auch nicht rumschreien. Herr Newstime alleine hat schon 2 Videos über uns gemacht, meine Freunde. Das reicht auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall glücklich sein, dass ich Herr Newstime gerade so viel Content liefere. Also Herr Newstime, wenn du jetzt hier drüber wieder berichten willst. Verdammte Scheiße, Mann! Patrick! Kevin, was soll denn das? Ja, Herr Newstime, da hast du auf jeden Fall deinen Ausraster. Da kannst du dann auch wieder drüber berichten. Leute, ich weiß absolut nicht, was das gerade hier soll. Ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Ich verstehe es auch nicht mehr. Ich komme jeden Tag wieder und jeden Tag möchte ich euch zeigen, was ich am Tag vorher gebaut habe. Heute hätte ich euch zum Beispiel gerne meinen weitergebauten Keller präsentiert. Ich hätte gerne meinen Keller weitergebaut, mit der Batman Cave angefangen und so weiter und so fort, Leute. Aber irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich festgestellt, dass es einfach komplett unmöglich sein wird für mich in diesem Projekt jemals irgendetwas fertigzustellen. Und ich weiß nicht mal, wie lange und unglaublich anstrengend das für sie sein gewesen muss, das ganze Haus mit Glas einzumachen. Ich meine, Leute, ihr müsst euch mal überlegen, ja? Das komplette, oh Gott, sie haben den Bereich freigelassen. Immerhin, Alter. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, das komplette Haus mit Glas vollzubauen, das dauert einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, keine Ahnung, was weiß ich. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, das komplett alleine hier alles wieder abzubauen, weil ich es einfach gar nicht einsehe. Wir haben jetzt die wichtigsten Wege hier freischaufeln, Leute, und ich denke mal, das sollte reichen. Sag mir jetzt nicht, dass die, nein, die haben nicht den kompletten Keller, oh nein. Och nein, och nein, och, oh Gott, ich dachte gerade schon, Amenakoyim, Leute. Ohne Witz, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es einfach nicht mehr und ich will es auch nicht mehr verstehen, Leute. Es ist jedes Mal das Gleiche, wisst ihr, man kommt auf den Server, man kommt online und denkt sich so, hey, jetzt ist Zeit für eine schöne Folge Craft Attack, ich habe richtig Lust, meinen Leuten zu zeigen, was ich alles gebaut habe. Und dann kommt man rein und es ist immer irgendwas in deinem Haus, Leute. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es wirklich nicht. Und ich muss auch einfach morgen jetzt zurückschlagen, Leute. Ich werde jetzt auch nicht die ganze Folge hingehen, das Glas kaputt machen, das interessiert keinen, das werde ich irgendwann offscreen machen. Ich werde mich jetzt auch gar nicht darüber weiterhin groß aufregen, Leute, weil, wie gesagt, das ist ja das, was Kevin und Patrick erreichen wollen. Ich weiß auch nicht, was Kevin jetzt damit zu tun hat. Wahrscheinlich hat Patrick ihm einfach 100.000 Diamanten geboten. Kevin ist halt ein kaufbarer Snitch, der sich leider dann gegen mich gewendet hat an dieser Stelle. Weiß ich auf jeden Fall auch, wo ich dran bin, Leute. Aber gut, so ist das dann halt. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist auf jeden Fall jetzt in meinem Haus passiert. Ich würde sagen, ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz, was ich eigentlich für die heutige Folge geplant hatte. Und zwar ist es, dass wir hier unten im Keller ein wenig bauen wollten. Denn ich habe angefangen, Leute, das Kellergeschoss ein wenig weiter auszubauen. Ihr seht das hier schon. Ich habe hier das Ganze ein wenig natürlicher gestaltet. Also quasi so eine kleine Höhlenwand reingemacht, wenn man das so sagen kann. Dann geht es hier nochmal eine Etage runter. Und ich bin hier hingegangen, Leute, und habe diese komplette Etage quasi einmal schon mal freigeschaufelt. Alles klar, Bruder. Ich weiß jetzt nicht, was du hier unten willst. Du kannst auch einfach jetzt gehen. Es wäre echt korrekt, wenn du einfach jetzt... Ah! Oh mein Gott, ich habe gerade schon wieder alles an mir vorbeiziehen sehen, Leute. Es war schon wieder soweit, ne? Gut, Glas haben wir ja momentan genug in unserem Haus, da können wir es auch einfach hochbauen. Viele werden wahrscheinlich jetzt sagen, hey Revi, bau das Glas doch mit Silk Touch ab. Da stimme ich euch eigentlich auch zu, aber ich habe keine Silk Touch Hacke. In diesem Sinne werde ich es einfach mal unterlassen. Gottes Willen, Leute. Och Mann, jetzt könntest du vielleicht einfach bitte aus meinem Haus verpissen. Was ist denn mit diesem Skelett, Alter? Wie viel hältst du denn aus, bitte? Junge, was geht denn ab, Alter? Ja, Leute, wie gesagt, ihr seht auf jeden Fall schon, dass ich hingegangen bin und mein Haus ein wenig ausgebaut habe, beziehungsweise das Kellergeschoss an dieser Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich unglaublich darauf, diese ganze Batcave-Geschichte und so weiter und so fort zu machen. Vor allen Dingen, weil wir hier noch so viel Platz in die Wand hinein haben, Leute. Ich meine, wenn wir jetzt hier mal weiter buddeln würden, wir haben zig Kilometer Platz, Leute. Und ich habe, wie gesagt, richtig kranke Pläne, dieses Haus so dermaßen groß zu gestalten. Ich hatte mir jetzt hier oben Folgendes überlegt, Leute. Ich habe hier quasi, hier oben habe ich ja gesagt, hier kommt eventuell meine Praxis rein, beziehungsweise einfach noch ein zweites
weiterer Wohnraum, den ich ganz schön finden würde. Ich denke mal, hier werde ich irgendwie noch eine kleine Gästewohnung oder sowas reinmachen. Wissen wir noch nicht genau. Hier unten, meine Freunde, wollte ich dann eigentlich meinen Lager- und Farmingraum reinmachen. Das heißt, hier vorne sollten quasi automatisierte Farmen hinkommen, die ich jetzt gleich entwerfen werde. Die sind ganz, ganz simpel. Die kommen einfach quasi mit Redstone. Da kommen oben Redstone-Lampen drauf, meine Freunde. Und wenn ich dann quasi das Licht ausmache, wird alles halt quasi abgeerntet. Relativ easy. Und so sieht das Ganze auf jeden Fall jetzt aus. Das ist meine Planung. Da drunter sollen irgendwann die Batcave hinkommen. Dann kommt auf jeden Fall noch mein privater Anleger zum Strand hin mit der Yacht und so weiter und so fort. Und ich denke mal, ich werde sogar nochmal einen Aufzug bauen innerhalb meines Hauses, dass wir zwei Aufzüge haben, Leute, den ich dann vielleicht als Pistenaufzug designen werde. Denn ich habe mir mal das Design von Spark angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht ganz gut aus. Warte mal. Ist der gerade? Nee, das ist... Ich könnte jetzt hochgehen, Patrick AFK killen, aber das wäre ehrenlos. Nee, Leute, das lassen wir jetzt einfach. Das lassen wir jetzt an dieser Stelle, weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hingehe und Patrick AFK kille, dann ist er nur angepisst, weil er die ganze Nacht gefarmt hat und seine ganzen Items wechseln und so weiter und so fort. Und das bringt mir jetzt nichts an dieser Stelle. Aber, Leute, wie gesagt, dafür werde ich mich dann am Dienstag um 19.30 Uhr bei Ihnen im Stream rächen. Und ich freue mich herzlich, wenn ihr alle dabei seid, Leute. Denn sein Haus wird, so wie es jetzt steht, nicht mehr stehen können. Denn, Leute, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt oft genug Patrick signalisiert. Dicker, mach keinen Scheiß, Patrick. Komm mal wieder runter. Mach nicht sowas mit mir, Alter. Weißt du? Und irgendwie, ganz ehrlich, er lernt nicht. Er lernt nicht, Leute. Ich habe das Gefühl, als wäre der einzige Weg, dass Patrick irgendwann mal versteht, dass das so nicht funktioniert. Einfach Schmerzen, Leute. Es ist vielleicht ein wenig hart und es mag vielleicht ein wenig überzogen klingen, Leute. Aber letztendlich wisst ihr alle, dass ich recht habe und dass Patrick niemals aufhören wird, wenn ich ihm nicht irgendwann mal die Breitseite gebe, Leute. Und das müssen wir an dieser Stelle auch einfach tun. Deshalb, wie gesagt, am Dienstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/vincent einfach mal einschalten, Leute. Es gibt fette, fette Action. Und ich weiß nicht, was genau danach passieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob mein Haus danach gesprengt würde. Wenn das passieren sollte, meine Freunde, dann wäre das Unfairste der Welt, wenn wir mal ehrlich sind, Leute. Wir reden hier gerade von einem 90-10 Verhältnis, was hier gerade bei mir im Haus passiert und was bis jetzt bei Patrick passiert ist, steht in einem ganz anderen Verhältnis, meine Freunde. Und ich müsste mir eigentlich rausnehmen dürfen, da eine kleine Sprengung durchzuziehen. Aber gut, das werden wir dann alles am Dienstag im Livestream sehen, Leute. Ich möchte euch trotzdem mal erzählen, was ich alles noch geplant habe. Und zwar habe ich hier oben den Helikopter angelegt und ich habe mir sogar überlegt, Leute, dass wenn wir quasi bald die Elytras haben, denn wir werden ja irgendwann auch mal in den Nether gehen und dann uns hoffentlich dann noch die Elytras abholen, in den Nether ins End gehen und jetzt die Elytras abholen, dann möchte ich gerne hingehen, meine Freunde, und eine Elytra-Lounge-Plattform bauen, weil wir sind hier schon relativ hoch und ich habe mir halt überlegt, so ein kleines Katapult mit Slime-Blöcken zu bauen. Das geht nämlich, da kann man sich quasi hochkatapultieren und kann dann über die komplette Stadt fliegen, meine Freunde. Und ich finde das eigentlich ganz nice, weil dann hat man nämlich quasi direkt so eine Art Flugplatz quasi an seinem eigenen Haus. Dann hat der Helikopter da oben auch irgendwie einen Sinn. Und das habe ich auf jeden Fall noch vor. Dann, meine Freunde, möchte ich definitiv noch hingehen und hier noch Tierfarmen reinbauen. Das heißt, hier muss eine Kuhfarm hinkommen, eine automatische Chickenfarm und so weiter und so fort. Am besten halt so, dass ich mir nie wieder das Gedanken machen muss über mein Essen, Leute, dass quasi alles automatisiert gefarmt wird. An der Villager-Farm möchte ich endlich mal weiterbauen. Ich möchte unbedingt diese verdammten Mending-Villager haben und so weiter und so fort. Das sind alles Projekte, Leute, die ich leider Gottes wegen diesem ganzen Hin- und Her-Getrolle immer hinten anstellen muss. Und ich weiß, dass ihr das gerne sehen wollt. Und ihr wisst auch, dass ich da extrem Bock drauf habe, Leute. Aber wie gesagt, ich muss es hier erstmal einen kleinen Krieg führen, einen kleinen Kreuzzug. Und wenn dieser gestritten ist, meine Freunde, dann können wir uns um den Rest kümmern. So, in diesem Sinne müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier zusammenhalten, gucken, dass wir uns nicht zu sehr triggern lassen. Wie gesagt, wenn ich jetzt jedes Mal komplett ausrasten würde, so wie Herr Newstime es sich wünscht, Leute, dann habe ich davon nichts außer einen riesigen Nervenverlust. Und Patrick freut sich halt die ganze Zeit, dass es mir scheiße geht. Und in diesem Sinne, meine Freunde, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen entspannter und ruhiger darauf reagieren. Ich habe hier sogar schon mit der nächsten Etage angefangen, Leute, beziehungsweise schon mal angedeutet, wo die hinkommen soll. Ich werde das eigentlich ganz schön mit dieser sich durchziehende Betonwand hier in der Mitte des Raumes, die ist sogar fast relativ mittig. Also ich habe tatsächlich unbewusst hier die Symmetrie des Berges perfekt abgepasst, obwohl ich das eigentlich gar nicht geplant hatte. Also irgendwie ist doch alles ziemlich symmetrisch geworden, dafür, dass ich gar keinen Plan hatte und einfach drauf losgebaut habe. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Leute, da habe ich das schon ganz gut hinbekommen. Ja, was ist noch alles geplant? Das Weitere möchte ich natürlich noch neben der Yacht unten noch einen kleinen Hafenbereich bauen, Leute. Ich habe mir so vorgestellt, so einen kleinen Monte Carlo Hafen mit einem kleinen Café oder sowas zu machen, quasi einem ganz kleinen Anleger, wo halt dann nur ein Boot dran ist, ein Jetski oder sowas zu bauen. Ach, also sowas, Leute. Also ich möchte auf jeden Fall, dass der Strand unten nochmal begehbar ist. Vielleicht werde ich den sogar privatisieren. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu krass ist, aber ich habe mir sogar überlegt, halt den Strand nur für mich zugänglich zu machen, mit einem kleinen Schirm auszustatten, einer kleinen Bar und so weiter und so fort. Dass man sich einfach da unten am Strand ein wenig entspannen kann, Leute. Ein gutes Leben führen kann. Ihr wisst, wie das ist, ne? All so ein Kram ist geplant, Leute. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier erstmal diesen Krieg führen. Dieser Krieg ist jetzt leider das, was erstmal voranschreiten muss. Ich hatte jetzt auch, wie gesagt, eigentlich für die Folge etwas anderes geplant. Ich wollte es eigentlich in der Folge ein wenig abfarmen und dann schon mal hingehen und diesen Kellerbereich hier bauen. Die erste Farm euch schon mal fertiggestellt haben. Aber ich dachte mir, gut, Leute, da bin ich natürlich auch nur Mensch, ja, da muss ich natürlich auch an die Klicks denken. Klar ist so ein Trolltitel immer stärker. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, danke an Kevin und Patrick für den ganzen Content, den
den letzten Tagen hier. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber Leute, irgendwann reicht es dann auch mal und da werde ich mich dann auf jeden Fall zur Rache ziehen. So Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig froh, dass ich diese komische Pickaxe hier habe, diese Efficiency Pickaxe. Allerdings habe ich gerade die ganze Zeit die falsche benutzt. Ich muss mir auf jeden Fall meine OP Pickaxe machen, die Mending drauf hat und so weiter und so fort und Unbreaking. Weil eine Efficiency Pickaxe geht so schnell kaputt, Leute. Da baut man halt richtig schnell mit ab, aber da ist natürlich halt so viel abgefahren, ist relativ schnell vorbei, weil alles relativ schnell kaputt geht hier. Wir sollten hier auf jeden Fall mal Fackeln hinsetzen. Die ganzen Cobblestones, die müssen wir auf jeden Fall auch mal brennen, Leute, denn ich brauche unbedingt Cleanstone hier unten. Ihr seht das ja, ich möchte hier auf jeden Fall kein Gras in meiner Bude haben. Das sieht nicht so schön aus und macht einfach keinen anständigen Eindruck, Leute. Ich habe mir sogar noch überlegt, quasi den Innenhof jetzt langsam mal anzufangen, dann muss ja auch noch irgendwas hin. Also wenn ihr da Designvorschläge habt für den Innenhof, Leute, Freunde, schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video, dann schaue ich mir das auf eurem Kanal mal an. Und da können wir mal gucken, ob ich da vielleicht einen der Zuschauer als quasi Contest-Gewinner zu Rate ziehe. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall jetzt echt gehypt auf den Stream am Dienstag. Es erwartet euch etwas Fettes, Böses und Großartiges, Leute. Ich denke mal, ich werde mir da etwas ausdenken. Schaut auf jeden Fall morgen in der Folge rein, denn da werdet ihr alles erfahren, Leute. Alles Wichtige werde ich für morgen dann in der Folge schon mal ansprechen und abplanen. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz nach oben, packen das Steinzeug in den Ofen, damit wir auf jeden Fall hier mit Cleanstone wieder bestens ausgestattet sind, meine Freunde. Und dann war es das von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich bedanke mich hier herzlich wieder für eure Zuschauerschaft, Leute, an dieser Stelle. Und freue mich, dass das Projekt bei euch so gut ankommt. Herr Newstime, Grüße gehen auch an dich an dieser Stelle, ne, du weißt, Dankeschön. Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich bedanke mich. Schaut auf jeden Fall nicht bei Patton und Gamerstein vorbei, weil die beiden sind richtige Assis. Und das war's. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt erstmal eine Stunde lang Glas abbauen. Nice. Ciao, ciao.